Hallo Aktienfreunde, heute stelle ich wieder zwei meiner Meinung nach interessante Dividendenaktien vor, die aktuell folgende Kriterien erfüllen. Erstens, aktuell gibt es mindestens 3% Dividendenrendite. Zweitens, die Dividende wurde seit vielen Jahren nicht gesenkt, und zwar mindestens 15 Jahre. Drittens, der Kurs der Aktien ist in den letzten Monaten gefallen. Und viertens, der Preis der Aktien ist aktuell unterbewertet im Vergleich zum bilanziellen und oder bereinigten Gewinn. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zur ersten Aktie, und das ist Johnson & Johnson. Diese Aktie kommt aus den USA und ist in der Gesundheitsbranche tätig. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt ca. 3% und die Ausschüttungsquote auf den Gewinn, die liegt bei ca. 48% momentan. Die Dividende wurde inzwischen seit 62 Jahren in Folge gesteigert bei Johnson & Johnson. Und das Dividendenwachstum liegt durchschnittlich ca. 5,7% in den letzten 5 Jahren. Der Aktienkurs ist in den letzten 6 Monaten ca. 9% gefallen. In den letzten 10 Jahren ist der Kurs aber unterm Strich ca. 70% angestiegen. Das aktuelle KGV bereinigt beträgt ca. 14,8 und der Durchschnitt der letzten Jahre, der liegt bei ca. 16,7. So, dann machen wir bei dieser Aktie noch einen Bewertungscheck im Aktienfinder. Und wenn ihr euch übrigens dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal anschauen wollt, dann findet ihr dazu einen Link unter dem Video. So, jetzt in der Grafik zum fairen Wert hier im Aktienfinder seht ihr zum einen mal den Kursverlauf von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist der 13. Februar 2024 vor US-Börseneröffnung. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir erkennen, dass aktueller Kurs momentan leicht unterhalb der gestrichelten Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan zumindest leicht unterbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, dann kommen wir auch schon zur nächsten Aktie und das ist UPS. Diese Aktie kommt ebenfalls aus den USA und ist in der Logistikbranche tätig. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt hier ca. 4,4% und die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt bei ca. 74% momentan. Die Dividende wurde inzwischen bei UPS seit 24 Jahren in Folge nicht gesenkt und das Dividendenwachstum liegt bei durchschnittlich ca. 13,7% in den letzten 5 Jahren. Der Aktienkurs ist in den letzten 6 Monaten ca. 16% gefallen, in den letzten 10 Jahren ist der Kurs aber ca. 53% angestiegen. Das aktuelle KGV beträgt ca. 18 und der Durchschnitt der letzten Jahre liegt bei ca. 27. So, dann machen wir auch bei dieser Aktie noch einen Bewertungscheck im Aktienfinder. Und auch hier seht ihr zum einen mal den Kursverlauf von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und dann haben wir auch hier noch die gestrichelte Linie und ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir ebenfalls erkennen, dass momentan der Kurs leicht unterhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint auch diese Aktie momentan zumindest leicht unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So. Das war es dann auch wieder mal mit diesem Video und hier noch zum Schluss der Hinweis, dieses Video dient nur zur Inspiration auf Basis bestimmter Kriterien und auch wenn die hier vorgestellten Aktien aktuell günstig erscheinen, können die Kurse natürlich in Zukunft weiter fallen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.